Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 6. Staffel zur Folge Nummer 104 und jo, Freunde, heute hiermit das Dampflok-Massaker 2.0. Wir versuchen, die restlichen noch existenten Dampfloks auf dieser Map für immer und ewig zu verbannen, sodass wir nicht in die unangenehme Gelegenheit kommen würden, dass wenn irgendwann der erste IC auf der Map rollt, wir dennoch ja immer wieder Dampflok-Begegnungen hätten. Das wird einfach gar nicht mehr passen. Eine Museumsbahn, eine Museumslok, keine Frage. Ein Sonderzug darf bestimmt auf der Map verbleiben. Aber ansonsten muss ich mal schauen, dass ich jetzt hier endgültig alles wegbekomme. Jo, also darum soll es heute gehen. Und wir sind eben über die sehr herrliche neue Brücke ausgefahren aus unserem Bahnhof Gabeln, Hauptbahnhof Gabeln. Und ich muss sagen, die Brücke haben wir im letzten Video auch erst gebaut. Das Gleisvorfeld auf der Brücke taugt mir gar nicht, Freunde. Es ging komplett schief. Ebenfalls auch die Oberleitungsmasten, wie sie hier stehen, komplett bis zum Bahnhof gesetzt. Irgendwie ging mir da die Puste aus. Da muss ich auch nochmal richtig ran. Aber das dann mal später ein andermal. So, jetzt also. Auf geht's. Viel Spaß mit dem Video. Mal gucken, ob wir hier alle Dampfloks finden. Wir gehen wieder vor, wie allseits bekannt. Wir filtern nach Eisenbahnen, nach Alter, und dann kommt zum ersten gleich mal das Schweizer Krokodil, 1-2 Garnituren. Die belassen wir mal noch so, wie sie sind, aber wir werden die auch ja, relativ zeitnah updaten müssen, weil die auch einfach viel zu langsam sind mittlerweile und damit das Streckennetz massiv einschränken, bedingt der geringen Geschwindigkeit. So, hier haben wir die erste Doppeltraktion, Schweizer Bauart, die noch verschwinden müssen mit Asbach-uralten Kesselwagen. Check. Die Linie selbst hat eine Rate von 400, ist generell mal gar nicht so schlecht unterwegs. Ist hier im Nordosten unterwegs und eigentlich nur der Zubringer von dem ersten Ölfeld oder der ersten Ölquelle zum anderen, von wo dann die langen, was sind denn das, unsere langen Gütermänner, würde der Trecker sagen. Die, ach ja, die Ludmilla Doppeltraktion, die wir mal als Triple-Traktion hatten, die dann das Rohöl endgültig weit weg verbringen. So, aber jetzt zu unserer Garnitur, die hier drauf fährt. Wir gehen mal auf Fahrzeug verwalten, markieren uns die gute mal, merken uns mal 288 Kapazität bei Rate 400 Lat, check, und wir löschen das Ding mal komplett runter. 288 Kapazität war es gewesen, gell? Was hämmern wir dafür rauf? Ich glaube, Diesel technisch würde eine V100 ganz cool sein. Und die als Doppeltraktion, warum nicht? Und dann bei Cargo, Rohöl markiert, zip. Und dann hier, wir nehmen die orangen PCKs auf 288 ausgelegt. Ändern. Wieso ist nur... Achso, die Waggons fahren nur 90 km/h. Verstehe schon. Der fährt schneller. Es ist der Vanilla, gell? Na, macht nichts. Wir machen das mal für 20 Millionen Spielgeld-Dollar. Gechanged. Rate bleibt glatt 400. Okay. Cool. Dann sollte alles passen. Dann gucken wir uns die gute nochmal an hier. So. Da kommt die Garnitur. Rot auf Orange. Speist sich ein bisschen farbtechnisch. Macht aber nichts. So belassen wir das einfach. Und an sich... ganz nett anzusehen, also mir taugt's. Und wenn es dann noch funktioniert, umso besser. Also, ersten Dampfloks weg und dafür die V100 in Doppeltraktion drauf. Dann gucken wir mal weiter, wieder rein ins Menü und abermals hier sortiert nach Alter. Dann haben wir hier diese Garnitur und die würde ich tatsächlich noch belassen wollen. Da geht schon wieder los. Das ist... boah, kennt man es gerade gut? Die hier. Doppeltraktion vorne, schöne alte Waggons und hinten noch eine Schiebelok mit dran. Nichts Besonderes, aber trotzdem irgendwie was Schönes. Vielleicht behalten wir die ja so. Wir gucken mal weiter. Und die nächsten sind dann die beiden hier auf Zugbrot 1. Wir gucken gerade mal die Linie erstmal an. Das ist jene, welche Brot von Freifeld hinten, genau, nach Gabeln Jonsbach verbringt. Und wir haben hier aktuell eine Rate von 195. Da könnten wir nochmal schnell in die Waren, in die Lebensmittelfabrik reinschauen. Abnehmer Jonsbach mit 150. Unsere Rate ist also sogar noch überdurchschnittlich ausgelegt, als das, was wirklich Not ist, Zugbrot 1. Und ja, Fahrzeuge verwalten. Da brauchen wir eigentlich gar nicht lange gucken. Kapazität knapp 200 haben wir dran bei 90 km/h. Jetzt gehen wir da nochmal kurz rein und gucken uns mal eine Lokomotive an. Die kommt hier auch gerade. Guck mal, wie schön. Oh, ich kenne mich extrem wenig mit Dampflokomotiven aus, aber auch diese Guck mal, wie schön die aussieht, oder? Schon eine feine Sache. Hilft aber nichts. Also, Fahrzeug verwalten. Wir gucken uns mal die erste an. Wir müssen hier dieseln. Das hilft auch wiederum nichts. Ich muss mal gucken, wann ich hier nochmal Hand anlege. Und kurz mal schnell durchgeschaut. Die V100 hatten wir gerade. Die Taucherbrillen haben wir. Wir haben die Ludmillas in Standardlackgebung. Die 218 Standardlackgebung. Noch mehr Taucherbrillen. Die Tiger Trommel. Dann haben wir die hier. Von der haben wir noch nicht mehr, als wir schon nicht drauf haben. Die haben wir alle drauf. Die lohnt hier nicht. Lohnt nicht. Die könnten wir noch. Die haben wir nur eine 80er Geschwindigkeit. Das muss irgendwo in die Nebenbahn mit rein. Und das sind die und hier die 218. Tja, ich glaube, verstanden zu haben, ihr sagt, die Ocean Blue kann ich einsetzen. Auch im Güterverkehr. Und der liebe Trecker sagt mir auch immer, du, Checo, in der größten Not spannt die Bahn alles davor von einem Zug, wenn sie denn den Zug von A nach B bewegen muss. Also soll ich mich mal einkecken. Jo, wir machen das mal hier und wir suchen uns mal andere Wagen auch noch raus, die wir jetzt hier ranhämmern. Kurz mal gecheckt. Ich würde hier einfach diese Interfregos als gemischte Garnitur nehmen und die hier unten auch noch mit ran. Dann gibt es halt stockhartes, gefrorenes Brot. So, also alle mal runter. Nicht aufgepasst. Knappe 200er Kapazität hatten wir, gell? So, und wir gehen hier mal schon auf die Rate zum Checken. Und dann gehen wir auf Diesel. Machen wir Doppeltraktion. Muss vielleicht gar nicht sein. Wir nehmen das hier. Nehmen die hier. Die ist 140 km/h schnell. Cool. Aber so schnell sind einfach unsere Waggons in dem Fall nicht. Ah, hämmern wir mal was ran. Die fahren alle 100. So, machen wir den mal. Länge 235, sollte nicht stören bei 200er Kapazität. Zip ist geändert. Die Rate steigt a little bit, nicht viel. Okay. Und dann tauschen wir die andere Garnitur auch gleich recht identisch. Machen wir das durch. So, da packen wir auch die davor. Ändern für und die Rate wird nochmal marginal nach oben gehen. Okay. So können wir das lassen. Der fährt hier gerade auch los. Den gucken wir uns mal hinterm Tunnel ausfahrend an. So schaut das aus. Oh, und abermals Dampflokbegegnung. Verdammte Axt. Und eigentlich gefällt mir die Combo und die Farbgebung in der Konstellation echt gut. Schick. Auch schöne Waggons. Perfekt. So, und uns ist ja eben eine Dampflokgarnitur hier noch begegnet. Und guck mal, hier vorne, die geben auch noch Schub. Also hier ist noch Dampf ohne Ende. Von daher springen wir gleich weiter. Und wieder hier rein ins Menü. Die lassen wir noch drauf. Und dann kommen wir zu denen hier. Das sind 2 Stück Zuggetreide. Wo fahren die denn? Ach, das sind die Zugschiebe-Loks. Was habe ich denn aber dann eben gesehen? Ach, das ist die erste. Dann machen wir mal hier weiter. Gehen wir hier rein. Zugbaumaterial mit einer Garnitur. Die fährt von hier hinten. Hauptbahnhof Rabach. Ich muss mal richtig rumdrehen. So ist richtig gedreht. Fährt die hoch und bringt es... Wo bringt sie das hin? Zur Baumaterialfabrik? Ach so. Genau so ist es. Okay. Gar nicht lange schnacken. 74er Rate. Und zwar fährt die nach, jetzt muss ich doch nochmal gucken, nach Rabach. Und da checken wir mal kurz ab, was hier wirklich als Abnehmer klar gemacht wird. Rabach nur mit 53 Einheiten. Und hier hinten wird dann Rabach auch mit 56 genannt. Okay, also ist es schon okay, so wie es ist. Das ist die gute Garnitur. Fahrzeuge verwalten. Und wir suchen uns mal irgendwas anderes bei einer Kapazität von 99. Wobei wir die Wagen wahrscheinlich fast lassen könnten. Wir haben eine Geschwindigkeit dann Max von 100. Gehen mal hier nochmal auf Baumaterialien. Gucken gerade nochmal, ob es irgendwas anderes Schönes im Angebot gibt. Nichts, was ich cooler finden würde als die Rungwagen, die wir tatsächlich schon haben. Und irgendwie gefühlt würde sich davor übrigens die hier ganz gut machen. Mit 80 km/h. Ja, ein bisschen langsam. Shit. Aber die wird nicht schneller. Schade. Die sind mit 60 angegeben, klar. Die mit 90. Na, machen wir die. Die ist aber nur mit 80 unterwegs. Die blockiert ganz schön. Wir machen die. Wir machen die und gucken mal, ob sie an der Rate noch irgendwas tut. 74. Nö. Perfekt. Also, das ging jetzt gut. Da fahren wir jetzt so. Oh, hier fehlen Oberleitungsmasten. Aber das sage ich wahrscheinlich schon zum 20.000. Mal. Da kommt die Gute. Und zieht die leeren Rundenwagen rein. So, dann wieder rein ins Menü. Und die nächste Garnitur rausgesucht. Zugbaum 2. Da checken wir zum ersten Mal die Linie ab. Die geht von hier hinten, boah, ganz weit weg vom Wald hier hinten, über unsere Güterspitzkehre hier oben, ihr kennt sie vielleicht noch, fährt die weiter, die hat auch einen echt weiten Weg, wow, die ist gut unterwegs hierher, die hat eine Rate von 411, das denke ich wird auch soweit passen, wir checken oben gerade nochmal den Wald ab, auch das passt und da sollten wir natürlich dann gucken, dass wir in etwa wieder dieselben Gegebenheiten hinbalanciert bekommen. Macht auch Gewinn, passt auch soweit. Fahrzeuge verwalten. Wir klicken uns mal in die erste rein, welche aktuell mit einer Kapazität von 288 angegebbar ist, bei 434 Länge. Und wir haben hier einfach Rohholz, Baumstämme. Und ich wüsste gar nicht, ob wir hier die Wagen tauschen müssten. Gegen den könnten wir tauschen. Guck mal. Hätte ich natürlich Bock drauf. 120 km/h. Der hat auch 120 bei 1 Million Kaufpreis, 156 Wartung per Anno. Lass uns die nehmen. Wir switchen das mal um. 434. Das passt. 288. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ah, 443. Knapp zu lang. Vielleicht können wir noch einen Waggon mehr ranhämmern, wenn wir andere Lokomotiven ranbauen. Da muss ich mal gucken, was wir hier ran ballern. Guck mal hier, von der V200 hier unten. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich kann das nicht zuordnen. Von der FS, Italienski, oder? Italienisch. Bauen wir hier einfach ran. Das ist Spanisch. Krass, war die da überall unterwegs. Und wir mischen das vielleicht so ein bisschen durch. Aber dann... Na gut, dann machen wir es doch einheitlich. Sepp, 416 ist jetzt die Garnitur lang. Und wenn wir jetzt noch den letzten Waggon hier mit ranhämmern, nochmal kurz einstellen auf Baumstämme und dann hier den Waggon. Jetzt passt es sogar. So können wir die nehmen. Ob das jetzt wirklich schön ist, ich weiß es nicht. Aber wir machen das mal so. Wir ändern die mal durch. Die Rate geht runter. Ja, okay, habe ich mir gedacht denn. Gehen jetzt mal in die nächste rein und tauschen die auch mal aus. Und machen mal hier eine deutsch-italienische Mische ran. So schaut es denn aus bei 436. Und ändern für 31 Millionen Spielgeld Dollar. 3,94 und dann gehen wir jetzt noch auf die letzte. So, hier haben wir eine spanisch-italienische Doppeltraktion. So machen wir das einfach. Okay. Gut. Das Game läuft noch. Wunderbar. Die Rate ist ein Stück gefallen. Irgendein Schlaufuchs von euch wird mir schon wieder sagen, was ich machen muss, damit es passt. Jetzt lassen wir es aber für den Moment mal so und suchen uns stattdessen nochmal eine Garnitur zum Angucken. So, da kommt eine Doppeltraktion. Gerade frisch aus dem Tunnel raus. Ah, Kollision. Ah. Na, Glück gehabt. Mit den Rungenwagen, die mir tatsächlich auch gut gefallen. Und hier wird viel bewegt. Schau mal, extrem lange Garnituren, schwer beladen, voll beladen. Cool. Hammer, das an der Stelle auch, wenn auch recht ungewöhnlich, gemeistert. Auf zu den nächsten Garnituren, zu den nächsten Dampfloks. So, wieder rein ins Menü. Nach Alter sortiert und dann hier wird die hier Zugstahl 1, das sind 1, 2, 3, 4. Okay, und die fahren von der Maschinenfabrik Feichtensee rüber zum Stahlwerk. Eigentlich nicht eine allzu lange Route. Wir haben hier aber lange finanzielle Probleme gehabt und haben das auch bis heute noch. Und ich bin mir gar nicht so richtig im Klaren, warum das eigentlich so ein Problem ist. Der hier zum Beispiel kommt gerade komplett voll angeschossen. Was will man denn mehr, ja? Ich weiß nicht, ob es an Wagen oder Lokomotive liegt. Ich glaube nicht. Trotzdem ist Stahl relativ wenig da. Und wenn wir hier unten mal gucken, wo müssen wir hin? Hier. Zip. Abnehmer. Eigentlich volle Pulle. Liegt hier viel. Hier liegt auch viel. Okay, haben wir das... Ich glaube, dann ist das Problem tatsächlich Rate 360. Warum kriegen wir die nicht höher? Jetzt müssen wir nochmal kurz nachzählen, ob hier vielleicht das Problem ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von der Bahnsteiglänge her hatten wir hier oben das Problem, dass die Züge nicht länger sein durften. Kurz mal guckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bin ich da richtig oder habe ich eins vergessen? Da habe ich einen ausgelassen. Wir müssen hier nochmal reingehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Heißt 400 Meter Länge sollte eigentlich drin sein. Der Zug steht hier noch, den klicken wir nochmal an. Fahrzeuge verwalten. Nimm den mal einfach. Der ist aber nur 312 Meter lang. Habe ich was verpasst? 320 Meter wäre wahrscheinlich denn. Ich glaube einfach, wir haben den Bahnhof hier erneuert dazu mal. Auch verlängert. Aber die Züge nicht drauf angepasst. Das wird es wohl sein. Jetzt können wir noch einmal kurz rüber zappen, ob ich hier doch noch einen Klemmer habe, dass der an einem falschen Bahnsteig reinfährt. Nö, das ist alles vollkommen korrekt. Okay, dann lösen wir das Problem sicherlich schnell auf, weil wir eben entsprechend die Garnituren jetzt länger gestalten werden. Fahrzeuge verwalten. Wir machen mal alles gleichzeitig. Und tja, was nimmt man hier für eine Diesellokomotive? Gibt es hier noch was Neues jetzt? Nee, ne? Nehmen wir 218er oder Tiger Trommeln oder Ludmillas. Für Stahl. Wahrscheinlich sollten wir Ludmillas oder so nehmen. Ja, ich glaube, da hinten in der Ecke fahren vielleicht noch gar keine. Wir machen das mit Ludmillas klar. So, und ich würde hier auch nochmal den Flachwagen nehmen, weil der echt schick aussah. Der ist hier nix, aber der schon. Ach, wir machen das einfach mal mit Ludmilla Doppeltraktion auf 400 Meter Länge ausgelegt. Und der Wagen fährt 120 km/h, alles klar. Sepp, dann heißt es bei der Ludmilla, da gibt es ja verschiedene Varianten. Das ist die 440, die kostet ein bisschen mehr, braucht man nicht. Die hat 100 km/h, ist dann damit aber zu langsam und die 120 ist marginal günstiger. Boah, aber guck mal, die hat nochmal mehr Power. Wir nehmen aber die und das ist Doppeltraktion. Und dann wird es schon passen. 401 Meter. Ob der eine Meter stört, Freunde? Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren das mal so. In der Hoffnung, dass es da nichts Problems geben wird. So, jetzt noch die drei anderen Garnituren klar gemacht. Alle auf 401 Meter ausgelegt und geändert für 103 Millionen Spielgeld-Dollar. Puh, das ist eine ganz schöne Wucht. Wir gucken auf die Rate. Die bleibt leider Gottes so. Wahrscheinlich, weil wir halt nicht die besten Waggons gerade nehmen. Jetzt könnte man sagen, wir sollten doch noch anders optimieren. Na, wir lassen es aber auch so. Und die Doppeltraktion brauchen wir, weil wir hier den Berg hochfahren. Das hilft nichts. Das muss schon. Boah, hier steht es mal wieder. Ist aber eine schöne Garnitur. Freunde, ich sage euch das. Die sieht echt nice aus. Cool. Ich speichere mal das Game und dann machen wir die nächste Kameraaufnahme von der Ludmilla. Doppeltraktion. Stahlzug. Jetzt nehmen wir doch so das ganze Ding auf, auch wenn die Ludmillas noch stehen. Jetzt fahren sie gerade los. Okay, auch gut. Was sich hier alles begegnet, gell? Da hinten noch die 218er. Dann die Tiger-Trommel. Die Ludmillas. Wunderschön. Wenn auch alles so nicht original zusammenpasst. I know, I know. Schick ist es aber trotzdem. Geil. So, hier nochmal gerade eine Aufnahme. Gut, Freunde, warum steht die jetzt eigentlich genau hier? Was ist denn hier schon wieder kaputt? Falsch gelaufen. Ob das der eine Meter ist, der stört, kann das sein? Ich glaube, das kann sein, dass das ein Problem ist. Das würde aber heißen, wir setzen hier einfach mal gerade das Flügelsignal ein Mühe weiter nach hinten. Dann sollte sich das Problem... Können wir sogar bis hier vorne hinsetzen. Und dann gucken wir uns das auf der anderen Seite auch gerade noch an. Das wir wissen, ja, hier wird wahrscheinlich dasselbe Problem sein. Wo kommt denn hier unsere... Das ist der hier. Und wir stellen das Signal einfach ein Mühe weiter nach vorn. Dann schließen wir das Problem. Dann schließen wir das Problem aus. So, und die anderen, damit es gut aussieht. Okay, ich dachte, der verschiebt sich. Nee, macht er nicht. Hier ist schon wieder Dampf im Weg, Freunde. Alter. Die Dampfloks machen uns fix und fertig. So. Und dann kommt der weg. Der weg. Der weg. Dann soll es aber passen. Tiger Trommel. Schick. So. Und wisst ihr was? Das Video wird schon wieder zu lang. Wir werden es wieder nicht schaffen heute. Wir haben so verdammt viele Dampfloks immer noch drauf. Ach. Gucken wir uns mal die nächsten an. Das sind die hier, Zugmaschinen. Da haben wir nochmal richtig viel Dampfloks am Start. Boah, hier unten kommt noch mehr. Hier kommt noch mehr. Wow. Also als erstes mal der Blick auf die Linie. Der Blick auf der Linie. Auf die Linie, was habe ich gesagt? Macht nichts. Gabel Jonsbach. Und der fährt rüber. Weite Linie, krass, bis zur Maschinenfabrik Feichtensee, zum Güterbahnhof. Wir haben eine Rate von 149 und hier wirklich Versand nach Jonsbach wären sogar 181. Da hängen wir also auch schon hinterher, absolut. Und nochmal der Gegencheck, das müsste ich ja dann in Gabeln Jonsbach ungefähr gleich darstellen. Wo müssen die Maschinen hin? Hier bei 181. Dann checken wir nochmal gerade die letzte Meile auf per LKW. Maschinen. 123, das ist auch zu wenig. Das muss auch viel mehr. Das muss viel mehr, Freunde. Gehen wir nochmal rein. Fahrzeuge verwalten, die tauschen wir gerade zuerst mal alle durch. Gewählte Fahrzeuge klonen, nein, ersetzen. Gegen Cargo. Was haben wir? Maschinen. Boah, und hier haben wir schon schöne Fahrzeuge. Oh, nice. Wir nehmen aber noch den MAN Kurzhauber. Oder den hier. Der ist sogar Vanilla, gell? Wir nehmen den Vanilla. Alle durchgetauscht. Und jetzt geht die Rate hier auf 134 hoch. Heißt, wir kopieren gerade oder klonen gerade nochmal welche. 122, 163. Nochmal 3 nachgeschossen. 204. Können wir schon so lassen. Muss ich schon sagen. Kann so bleiben. Wenn das hier auch eventuell jetzt Stau verursachen wird, müssten wir mal gucken, ob wir das hier noch irgendwie anders gestalten. Macht wahrscheinlich auch Sinn. Schöne LKWs. Oh, gefallen mir gut. So, und dann jetzt aber rein auf die Zugmaschinen. Boah, 151. Wir haben hinten den Bahnhof im Feichtensee. Den hatten wir uns gerade angeschaut. Der hat 10 Module. Und was hat der denn hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auch 10. Also 400 Meter Güterzüge können wir hier fahren lassen. Fahrzeuge verwalten. Wir gehen mal in den ersten rein. Können wir den eigentlich elektrisieren? Nee, ne? Schade, schade, Schokolade. Wir haben hier eine 90 km/h Angabe. Haben wir denn andere schöne Waggons für Maschinen? Gucken wir auch nochmal kurz nach, sonst könnte man die nämlich drauf belassen. Eigentlich haben wir hier nur die Containerwaggons und die dann mit so einer heftig hohen Kapazität. Das gefällt mir mal nicht so richtig. Die ist so übertrieben hoch. Machen wir hier das, machen wir hier. Stellen sich hier Autos drauf, sag mal. Vielleicht sollten wir die nehmen, die finde ich ja nice. Kapazität 10, die kenne ich auch noch nicht, habe ich noch nie mir angeschaut. 100, 160 fahren die sogar, wow. 120, die finde ich ganz gut. Wir werden die nehmen. Das machen wir mal. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie hier die... Ach, wie hier Länge zu Kapazität war. Macht nichts, ich hämmer das mal ran. 400 Meter. So kommt es. Ändern für 24 Mille. Kapazität. Rate auch nicht aufgepasst. Ist die jetzt gestiegen oder gesunken? Warte, wir nehmen mal den nächsten. Guck mal, was da passiert. So, ändern für 24,9 Millionen. Auf die Rate jetzt achten, Freunde. Ändern. Ah, die sinkt. Ah, verdammte Axt. Da müssen wir tatsächlich auch noch andere Waggons hier mal ausprobieren. Schade. Dann verlassen wir mal die Vereinheitlichung, die wir sonst immer auf jeweils einer Linie haben. Und machen mal eine kleine gesunde Mische. Warum denn dann auch nicht? Probieren wir einfach aus. So, probieren jetzt mal die Waggons aus. Wieder auf die Rate geschaut. Aktuell bei 139. Ah, die fällt auch weiter. Shit! Ah. Ja, das sind schon die Waggons, die am meisten Kappa haben. Und abermals auch die hier. Wir probieren hier gerade nochmal sowas aus. Ich wüsste nicht, ob es besser ist, ob da jetzt mehr drauf geht. Wir wagen den Versuch. Diesel 412, ein bisschen zu lang. So machen wir das. Rate 132, 173, 154. So richtig schlau werde ich gerade nicht draus. Vielleicht tauschen wir hier nochmal durch und korrigieren das nochmal. Wir haben eine Kapazität von 140. Ich glaube, der ist ein bisschen besser tatsächlich, wenn wir hier mit den Rungenwagen fahren. 154, 180. Wir lassen das einfach mal so für einen Moment. So. Und gucken jetzt mal. Guck mal hier, das ist das, was ich vermutet habe. Shit. Die können wir dann nicht so lange stehen lassen. Oder wir würden unser LKW-Cargo umbauen müssen. Geht jetzt aber auf die Schnelle auch nicht einfach so. Wir könnten noch sagen, die LKW-Maschinenlinie verwalten. Gabel in LKW-Abladestelle in Jonsbach Güterbahnhof, dass wir hier natürlich überall daran kurbeln, wo es gerade passen würde. Das sollten wir mit den anderen dann wahrscheinlich aber Linien verwalten, Jonsbach Güterbahnhof auch machen. Hier komplett einmal richtig durchmischen. Oder bin ich da falsch? Eigentlich nicht, gell? So, mal gucken, ob sich das jetzt hier ein bisschen neu sortiert. Ob das richtig funktioniert, was ich mir so denke. Steht noch auf einem anderen Blatt. Aber für den Moment funktioniert's. So, wo sind unsere Garnituren, die wir hier aufgetischt haben? Also, hier kommt eine. Ich habe mir die Waggons wirklich noch nie angeschaut, glaube ich. Oder hatten wir die irgendwie in der dritten Staffel? Bin mir nicht sicher, aber schick schaut's aus. Cool. Kann man schon so machen. Fein, fein. Dann gucken wir uns noch diese Waggons hier an. Die sind jetzt aber gerade leer. Warte mal, wo machen wir Kamera? Na, ich bin mir nicht sicher. Der Zug hält an. Verdammt. Hier geht's nicht weiter. Okay. So, und ich wollte gerade gucken, fliegen, was hier das Problem vorne ist und sehe, dass hier der Güterzug, der übrigens auch nice bepackt ist mit Maschinen, hier auf den Rungenwagen, dass der hier völlig falsch fährt. Warum auch immer der hier lang fährt. Ich hoffe, das ist nur ein Ausrutscher. Wir müssten mal hier reingehen. Ne, guck mal. Der macht ja richtigen Shit. Nur warum macht er das? Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Wir machen mal das Auge an. Dann gehen wir mal hier rein. Zugerz ist komplett falsch. Der muss vom Stahlwerk Bielsee fährt der. Den stellen wir jetzt einfach dieses Signal ein. So, und auf der Rückfahrt fährt er natürlich hier lang. So. Haben wir das wieder. Keine Ahnung, was da schief ging. Guck mal, hier kommt er auch schon. Die Racing-rote Taucherbrille. Nochmal rein in den Linienmanager. Was haben wir hier noch im Repertoire, was falsch fährt? Der hier fährt auch völlig verkackt. Linie verwalten. Zugbrot. Wieso fährt er genau hier lang? Also versteht jetzt kein Mensch. Hauptbahnhof Rabach. So. Und hier. Beziehungsweise hier. Jetzt passt der auch wieder. Nochmal in den Linienmanager. Was haben wir jetzt noch im Repertoire? Das ist Fernverkehr. Der fährt noch falsch. Das sind ja unsere Maschinenzüge hiermit. Mann ey. Güterbahnhof Maschinenfabrik Feichtensee. Der müsste denn eigentlich hier wahrscheinlich vorbeikommen. Und auf der Rückseite Biersee. Da würde er den wählen. Habe ich jetzt hier alles richtig gemacht? Ja, das passt jetzt auch. Guck mal, hier fährt der nächste am Bahnhof vorbei. Mann, Wattenkeck. Nochmal rein. Einer muss es noch sein. Der hier. Und dann haben wir das. Boah, hier sind schon viele Wegpunkte drauf. Wegpunkt Biersee. Das passt sogar. Wir brauchen auf dem Rückfahrt nur noch den hier. Glück gehabt. Passt auch. Okay. Dann läuft es jetzt hier wieder. Gut, Freunde. Wir sind fertig. Ich gucke auf den Wecker. Schon wieder fast eine Stunde bei mir um. Alter Scheider. Wollten wir uns noch was angucken? Ne, wir haben, glaube ich, alles angeguckt. Also, Freunde, wir brauchen tatsächlich einen dritten Teil für die Dampflok-Demontage. Und ja, bis hierher soll es auf jeden Fall jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich über eure Likes und Kommentare. Und jo, seid gesund, bleibt gesund. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.